Moin und herzlich willkommen bei Let's Play Trains in New Era. Ihr seht es schon an meiner Jacke und an dem Schal. Heute geht es um das Thema Winter. Bevor wir losfahren, möchte ich euch noch etwas zeigen zu den Umgebungseinstellungen. Eine der bemerkenswertesten Neuigkeiten in Trains in New Era mit Service Pack 1 ist die Möglichkeit, die Umgebungseinstellungen in einer Aufgabe zu speichern und nicht nur in der Strecke. Dieses Bedienfeld kennt ihr schon. Hier kann man die Schneehöhe und die Jahreszeit einstellen. Und wir wollen nun gerade mal die Einstellungen für unsere Strecke auf einen Wintermonat festlegen. Ihr seht jetzt hier, nachdem wir auf Januar umgestellt haben, wechseln die Texturen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel hier oben rechts, ihre Farbe. Das heißt, wir bekommen winterliche Bodenbedeckung, der Rasen ist nicht mehr so satt grün wie im Sommer und die Bäume hier, die man besonders im Vordergrund gut sehen kann, die ganzen Speedtree-Bäume sind jetzt kahl. Wir haben jetzt also eine Einstellung, die tatsächlich dem Erscheinungsbild der Landschaft im Januar entspricht. Voraussetzung ist natürlich, dass wir Bodentexturen in der Strecke haben, die Jahreszeiten unterstützen und entsprechend auch andere Objekte. Zum Beispiel die Bäume, die jetzt kein Laub mehr tragen, sondern kahle Äste zeigen. Wir haben an der Einstellung für die Schneehöhe nichts verändert. Entsprechend sollte auf den Gebäuden auch kein Schnee zu sehen sein. Und damit können wir nun die Einstellungen in der Aufgabe speichern. Sie werden nicht in den Einstellungen der Strecke gespeichert und wir können den Editor jetzt verlassen. Wir fahren heute ein Stück auf der Hamburger U-Bahn-Linie U1 und zwar mit einem der neuen DT4-Züge von The Rack. Um in den Führerstand zu kommen, muss man einmal die Accent-Taste drücken, das habe ich jetzt getan. So, und jetzt müssen wir noch Licht einschalten. Lift geht umhoch. Die Linie U1 verzweigt sich in ihrem nordöstlichen Teil in zwei Streckenäste, und zwar einmal nach Ohlstedt, einmal nach Großhansdorf. Hier im Bild rechts sehen wir gerade einen Zug aus der Innenstadt kommen, der den Bahnhof Volksdorf erreicht. Und abends kommen die Züge alle 20 Minuten aus Richtung Hauptbahnhof Innenstadt. Und der Betrieb wird so durchgeführt, dass diese Züge alle in Richtung Großhansdorf weiterfahren. Und wir werden gleich den Ast nach Ohlstedt übernehmen. Wir nehmen den Zug, der links vorne im Abstellgleis steht. Und sobald der Zug nach Großhansdorf den Bahnhof Volksdorf verlassen hat, werden wir dann an den Bahnsteig heranfahren, die Fahrgäste einsteigen lassen und dann werden wir weiterfahren in Richtung Ohlstedt. Das hört sich jetzt so an, als wenn der Zug nach Großhansdorf allmählich die Halle Volksdorf verlässt. Dann wollen wir mal sehen, dass wir gleich in unseren Führerstand wieder zurückkommen. Hier ist unser Signal jetzt auch auf grün geschaltet worden. Also auf geht's. Wir können jetzt hier das Abstellgleis verlassen und an den Bahnsteig ranfahren. Für solche Rangierfahrten gilt bei der Hamburger Hochbahn allgemein eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km pro Stunde. Wir fahren also jetzt hier über die Weichenstraße und kommen in die schöne Halle von Volksdorf hinein. Eine Halle in Backsteinbauweise, die gegen Ende des Ersten Weltkriegs entstanden ist.
lift gaat omlaag. Zurückbleiben bitte. Jetzt können wir ausfahren in Richtung Wohlstedt. Wir sehen hier gleich rechts die Abzweigung der Strecke nach Großhansdorf und links geht es in die nördliche Kehranlage des Volksdorfer Bahnhofes. Und wir fahren hier zwischen diesen beiden Abzweigungen hindurch, unter der Brücke durch, über die die Züge von Großhansdorf nach Volksdorf fahren. Und hier links in den Abstellgleisen sehen wir auch einige Züge, die dort jetzt abends abgestellt sind. Wir fahren hier weiter in Richtung Norden durch ein locker bebautes Gebiet mit Einfamilienhäusern. Und wenn wir jetzt gleich weiter nach Norden fahren, seht ihr ab und zu auf der linken Seite unserer Strecke einen Fußweg oder Radweg. Das ist die Trasse der ehemaligen Kleinbahn, einer elektrischen Überlandstraßenbahn von Alt-Rahlstedt nach Wohldorf. Diese fuhr hier in diesem Gebiet, bevor die Hochbahnstrecke gebaut wurde. Heute ist die Strecke, die alte Kleinbahntrasse, ein Wanderweg. Und wenn ihr mal in diese Gegend kommen solltet, dann seht euch das ruhig mal an. Es ist eine sehr schöne Wanderung von etwa 7 Kilometern oder eine kleine Radtour. Und man kann immer neben der Hochbahntrasse nebenher fahren. Wir kommen jetzt allmählich in den Bereich der Haltestelle Buckhorn. Horn liegt im Einschnitt etwas abseits der Besiedlung. Ihr seht das hier in der Außenansicht, die Haltestelle liegt richtig idyllisch im Wald. Zurückbleiben bitte. Jetzt geht es von Buckhorn aus weiter in Richtung Norden. Das Gelände senkt sich hier allmählich ab. Die Strecke wechselt daher aus dem Einschnitt heraus in Dammlage und mit dem Erdaushub, der beim Bau des Einschnitts gewonnen wurde, wurde damals der anschließende Damm aufgeschüttet, über den wir jetzt hier rüberfahren. Wir kommen demnächst nach Heusbüttel und verlassen dort für einen kurzen Augenblick das Gebiet des Bundeslandes Hamburg und fahren nach Schleswig-Holstein herein. Heusbüttel gehört zur Gemeinde Amersbeek und liegt auf schleswig-holsteinischem Gebiet. Da vorne sehen wir auch schon den Anfang des Bahnsteiges und hier treffen wir auf den Gegenzug in Richtung Volksdorf. Zurückbleiben, bitte. Wir fahren jetzt weiter nach Wohlstedt und kommen dabei auch wieder durch relativ dünn bebautes Gebiet.
sodass man sich wahrscheinlich fragt, warum wurde an dieser Stelle überhaupt eine U-Bahn gebaut. Nun, das Ganze hatte damals politische Gründe. Die sogenannten Walddörfer, durch die wir hier fahren, waren damals Exklaven von Hamburg, einzelne Dörfer, die auf preußischem Staatsgebiet lagen. Und Hamburg wollte es attraktiver gestalten, in diesen Walddörfern, also auf hamburgischem Gebiet, zu siedeln. Und deshalb wurde diese Walddörferbahn gebaut, dieser heutige Ast der U-Bahn U1. Und wie wir sehen, gibt es hier eben tatsächlich nur ein paar Einfamilienhäuser. Und heute würde man hier an dieser Stelle vermutlich keine U-Bahn mehr bauen. Rechts kommen schon die Sportanlagen des TSV Duwo 08 ins Bild. Das heißt, wir nähern uns langsam Ohlstedt, dem Endpunkt unserer Fahrt. Und bei der Einfahrt nach Ohlstedt gelten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 40 bzw. 30 km pro Stunde. Wir erreichen hier schon das Ende des Bahnsteiges und fahren jetzt langsam in den Bahnhof Ohlstedt hinein. Zurückbleiben, bitte. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, können wir unseren Zug noch in die Abstellanlage von Ohlstedt fahren.